Schönen Freitagabend, ich begrüße Sie zur ZIP 2. Russland setzt seine Angriffe vor allem auf die Energieversorgung der Ukraine fort. Ist das eine neue Offensive, die Russland derzeit gegen die Ukraine durchführt? Doch auch Russland soll eigenen Angaben zufolge mit Drohnen aus der Ukraine angegriffen worden sein. Wechselkurs. Wann wird die Europäische Zentralbank das Ende der hohen Zinsen einläuten? Dazu ist Nationalbankgouverneur Robert Holzmann live zu Gast. Streitparteien. 13 Listen treten am Sonntag bei der Gemeinderatswahl in Innsbruck an, die meisten schwer zerstritten und das nicht erst seit dem Wahlkampf. Russland bombardiert die Ukraine erneut massiv und wieder ist die Infrastruktur, etwa Kraftwerke, im Visier. Ein Großteil der Wärmekraftwerke der Ukraine ist inzwischen beschädigt. Die Stromversorgung kann zwar großteils aufrechterhalten werden, jedoch nur, weil viel Strom aus dem Ausland importiert wird. Sind diese Angriffe Teil einer neuen russischen Offensive, die gerade zur Luft und am Boden stattfindet? Claudia Lind berichtet. Luftschutzsirenen heulen. Täglich treffen neue russische Gleitbomben die zweitgrößte Stadt der Ukraine, Kharkiv. Seit Tagen müssen Rettungskräfte Tote und Verletzte aus den Trümmern holen. Und die russischen Raketen schlagen in Kraftwerken ein. Wir erleben gerade die zweite strategische Luftkampagne der russischen Streitkräfte gegen die Ukraine. Und diese zweite strategische Luftkampagne zielt wieder auf die kritische Infrastruktur ab. Hier ganz konkret ist es die kritische Infrastruktur vor allem der Großstadt Kharkiv, eine Millionenstadt, wo es dazu gekommen ist, dass aufgrund der Intensität der Luftangriffe tatsächlich zu flächendeckenden Stromausfällen gekommen ist. In Wirklichkeit sind es zwei Offensiven, die Russland derzeit führt, so Oberst Markus Reisner. Ja, wir haben tatsächlich bereits zwei Offensiven, die im Gang sind. Das ist einerseits die zweite strategische Luftkampagne, auf die ich schon kurz eingegangen bin, aber es ist auch die zweite russische Winteroffensive, die wir sehen, die gerade in einer Kulminationsphase sich befindet. Und das ist das Ergebnis, was wir an der Front sehen, dass die Russen es schaffen, langsam, aber doch stetig 100, 500, sogar manchmal einen Kilometer vorzumarschieren. Wahrscheinlich wird die Ukraine wegen der neuen russischen Offensive entlang der 1000 Kilometer langen Front da und dort zurückweichen müssen. Derzeit wird die waffentechnische Unterlegenheit von ukrainischen Generälen auf 1:10 geschätzt. Militärische Beobachter fürchten deshalb in diesem Abnutzungskrieg einen Dammbruch, wenn es keinen Nachschub aus dem Westen gibt. Ratspräsident Charles Michel zu Besuch in Wien sieht da Aufholbedarf. In den vergangenen Wochen haben wir große Fortschritte bei der Ausweitung unserer Produktionskapazitäten gemacht. Aber das ist wesentlich. Wir müssen uns beeilen, wir müssen das beschleunigen. Zunehmend ist auch Kritik an der Ukraine zu hören, was ihre Angriffe auf russische Erdölanlagen betrifft. Die USA wollten diese verhindern. Aus militärischer Sicht verfolgen diese Angriffe drei Ziele. Das erste ist, dass man versucht, tatsächlich den Krieg nach Russland zu bringen mit diesen Angriffen auf die kritische Infrastruktur. Das zweite ist, man versucht, Russland auch zu zwingen, Fliegerabwehr, die man an der Front einsetzt, in der Tiefe des Landes in Russland einzusetzen, wo sie dann quasi versucht, im Prinzip diese ukrainischen Angriffe abzuwehren. Und das dritte Element ist, durch dieses Abziehen der Fliegerabwehr kann man also im Prinzip günstige Situationen an der Front schaffen, die der Ukraine braucht für den möglichen Einsatz von ihren gelieferten F-16-Kampfflugzeugen. Aber die meisten westlichen Staaten wollen anscheinend, dass sich die Ukraine nur innerhalb ihrer Grenzen verteidigt. Alle, die variable Zinsen bei ihrem Kredit haben, haben den gestrigen Tag wohl mit Spannung abgewartet und sehnlich auf eine Zinssenkung der Europäischen Zentralbank gewartet. Doch mit dieser wurde es diesmal noch nichts. Die EZB lässt den Leitzins vorerst bei 4,5%, wo er seit vergangenem September steht. Sowohl die EZB als auch die US-amerikanische Notenbank Fed haben 2022 das Ende des billigen Geldes eingeleitet und Zinsen schrittweise erhöht. Die Inflation hat das zuletzt wieder nach unten gedrückt. Dennoch ist die Inflation in Österreich nach wie vor über jener der Eurozone und auch diese ist noch ein Stück vom 2%-Ziel der EZB entfernt. Dennoch nimmt die EZB diese Ausgangslage zum Anlass, um zumindest Kurs auf eine baldige Zinssenkung zu nehmen. Am 24. Februar 2022 wird die Welt eine andere. Der Angriffskrieg auf die Ukraine hat auch Folgen im Rest der Welt. Schlagartig werden Preise für Gas und Treibstoff teuer und damit so gut wie alles. Die Teuerung steigt auf zeitweise 11%, weit entfernt von den 2%, die die EZB anstrebt. Damit ist klar, die Phase niedriger Zinsen ist vorbei.
Wir haben entschieden, die EZB-Leitzinsen um 0,5 Prozentpunkt zu heben. Die Europäische Zentralbank muss die Zinsen anheben und sie tut das mit beispielloser Geschwindigkeit. Für manche auch zu schnell. Möglicherweise hätte man etwas früher aufhören können und abwarten, wie sich das auswirkt. Dann wären wir vielleicht nicht bei 4%, sondern vielleicht bei 3,5 oder 3% gelandet. Denn die Wirtschaft legt eine Vollbremsung hin. Und das trifft besonders jene hart, die wenig Reserven auf der hohen Kante haben. Wir sehen, dass diese hohen Zinsen ganz wesentlich diejenigen betreffen, die Kredite haben mit variablen Zinsen. Das ist die Häuselbauerfamilie, das sind die kleinen Ein-Personen-Unternehmen, die noch einen Corona-Kredit am Laufen haben. Das sind aber auch Menschen, die Konsumkredite haben. Mittlerweile ist klar, die Teuerung geht zurück. Auch wenn das bei einem kurzen Lokalaugenschein in einer Wiener Einkaufsstraße nicht alle so sehen. Also im Vergleich zum letzten Jahr vielleicht schon, aber nicht so deutlich, dass ich das sehr spüren kann. Irgendwie schon, ja. Ich komme länger aus mit dem Geld, sagen wir so. Man muss ja zweimal schauen, was man sich leisten will oder nicht. Naja, jedenfalls ist im Korb, im Einkaufskorb, weniger als seinerzeit. Die Europäische Zentralbank wird die Zinsen wieder senken, höchstwahrscheinlich bei der nächsten Zinssitzung im Juni. Das hat die EZB-Chefin mittlerweile durchblicken lassen. Offen ist aber, wie schnell die EZB die Zinsen senken wird. Wichtig ist nur, dass sie diesen Weg auch beschreitet, denn der Markt ist auch erwartet und nicht Unsicherheit auftaucht. Nein, wir machen nur 2 Senkungen oder 3 Senkungen und das war's dann. Wenn es um Zinssenkungen oder Erhöhungen geht, sehen wir, dass es meist ein ganzes Jahr braucht, bis die dann ihre volle Wirkung entfalten. Das heißt, da schnell zu sein und eigentlich jetzt schon mit den Zinssenkungen zu beginnen, wäre wesentlich dafür, dass wir jetzt nicht die Wirtschaft noch mehr in Gefahr bringen. In der Wiener Einkaufsstraße hat man jedenfalls eine recht deutliche Meinung dazu, was mit den Zinsen passieren soll. Wenn's wieder die Sparzinsen hinauf, die anderen runter. So viel ist klar, der Wunsch wird wohl nicht in Erfüllung gehen. Und live im Studio darf ich jetzt Nationalbankgouverneur Robert Holzmann begrüßen. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Herr Gouverneur, gestern ist die erwartete Zinssenkung der EZB also ausgeblieben, wird aber für Juni erwartet. Wird es denn da tatsächlich soweit sein? Das wird man sehen. Wir entscheiden immer datenbasiert und Daten aus den letzten Schätzungen und die werden erst im Juni verfügbar sein. Und daher kann ich nicht sagen, ob wir dann eine Zinssetzung machen werden. Es schaut gut aus. Die Inflation, wie Sie festgestellt haben, ist zurückgegangen. Und daher können wir möglicherweise mit einer Zinssetzung rechnen, aber sicher ist sie nicht. Von welchen Parametern hängt das denn ab? Anfang des Jahres haben Sie noch gesagt, dass Sie von keiner Zinssenkung 2024 ausgehen. Nun machen Sie da doch leichte Hoffnung. Haben Sie sich da getäuscht? Was ich im Dezember sagte, ist, dass nicht mit 100%iger Wahrscheinlichkeit damit zu rechnen ist, dass es eine Zinssenkung gibt. Das ist etwas, was wir jetzt in den USA sehen. Wovon ich jetzt ausgehe, ist, dass wenn die Entwicklung der Preise so weitergeht wie bisher, dass damit die Wahrscheinlichkeit einer Zinssetzung steigt, dass damit gegebenenfalls im Juni einer kommen kann. Und das deutet darauf hin. Aber bei den Preisentwicklungen ist immer zu sehen, was so als Preisentwicklung sinkend aufzeigt, birgt dahinter eine Reihe von Phänomenen. Und eines der Phänomene ist, der Basiseffekt, der wegfällt. Andere Phänomene sind auch Dinge, die verbunden sind mit der hinterliegenden Preisdynamik. Und was wir aus der Vergangenheit wissen, ist, man muss sehr vorsichtig sein, wie es so schön heißt, die letzte Meile ist die schwierigste und daher wollen wir nicht mehr versprechen, als wir liefern können. Sie meinten auch damals, dass eine Absenkung mit der Inflation, mit dem Inflationsziel von 2% zusammenhängt. Das heißt, erst wenn dieses 2%-Ziel erreicht sei, dann könne man über diese Zinssenkung nachdenken. Wird denn das im Juni der Fall sein, aus Ihrer Sicht? Bin nicht sicher, ob ich da richtig zitiert wurde. Aber sicherlich ist, dass eine Zinssenkung Richtung 2% stattfinden muss. Ob schon erreicht wird, glaube ich, nein. Denn unsere Projektionen, die wir derzeit haben, gehen davon aus, dass unser Preisziel bald, aber erst Mitte 2025, ceteris paribus erreicht wird. Und daher, wenn wir
die Zinsen schon im Sommer jetzt senken sollten, werden sie sicherlich schon noch immer über 2 sind, aber wesentlich näher an den 2 wie bisher. Um wie viel könnten denn die Zinsen dann gesenkt werden sollen? Sie haben gesagt, man muss da sehr behutsam gehen. Bedeutet das 0,25 Prozentpunkte oder könnte das auch gleich ein größerer Schritt sein? Das wird abhängen, wie die Preisdynamik bis dort ist, aber auch natürlich, wie die Lohndynamik bis dorthin ist. Denn einer der Punkte, die wir genau anschauen, ist, wie schauen die Treiber, also die Gründe aus, warum die Inflation noch immer höher ist. Und da spielen die Löhne eine Rolle, da spielen die Preiskomponenten eine Rolle, wie etwa, ob es die Dienstleistungen sind oder auch die Industriegüter. Das alles macht es abhängig davon, wie viel wir dann senken werden, aber auch wie die Preiserwartung ist für die Zukunft. Daher kann es 25 sein, kann es 50 sein, das ist noch unbestimmt. Ein weiterer Aspekt, den bringt der Ökonom der Agenda Austria, Hanno Lorenz, ins Spiel. Er warnt vor einer zu frühen Zinssetzung, weil er meint, dass erst im Sommer, in den kommenden Wochen, die staatlichen Hilfen auslaufen, die derzeit noch den Markt verzerren würden. Und erst wenn diese staatlichen Hilfen in der Inflationsbekämpfung wegfallen würden, würde man tatsächlich sehen, wo man stehe. Sehen Sie diese Gefahr auch? Ich glaube nicht, dass das Auslaufen der Zinsen einen Effekt auf die Preisentwicklung hat. Was anderes wäre, weil der Preiseffekt vergleichsweise gering sein wird. Aber es könnte durchaus sein, dass dieser Basiseffekt eine Rolle spielt. Ich glaube nicht, dass er sehr groß sein wird. Wir haben es im Beitrag auch gehört. Da ist angesprochen worden, dass die Zinsen damals zu schnell hinaufgegangen sind, dass man vielleicht da auch behutsamer hätte vorgehen können und ein bisschen abwarten können, wie sich denn die Preise tatsächlich entwickeln. Sind Sie der gleichen Meinung oder hat man alles richtig gemacht in den vergangenen Jahren? Ich sehe da eine Einzelmeinung da, dass wir zu schnell hinaufgegangen sind. Wie bereits festgestellt wurde, wir hatten eine Preisentwicklung, die wir in dieser Heftigkeit nicht erwartet hatten. Da kann man vielleicht den Vorwurf erheben, wir hätten vielleicht etwas schneller beginnen können. Ob es was bewirkt hat, weiß ich nicht. Aber dass wir zu hoch hinaufgegangen sind gegenüber dem, was wir als Herausforderung hatten, glaube ich nicht. Schauen wir auch noch auf ein anderes Thema. Im aktuellen Sozialbericht, der diese Woche vorgelegt wurde, empfehlen 2 Ökonomen der Nationalbank die Einführung einer Besteuerung der Bodenrente, einer Erbschaftssteuer und eine Steuer auf Nettovermögen, also einer Vermögensteuer. So die Auswertung des Berichts von Substanz.at. Schließen Sie sich dieser Empfehlung an? Zu Fiskalfragen äußere ich mich normalerweise nicht, aber ich kenne keine Gesellschaft, die gewachsen ist, indem man einigen was wegnimmt, den anderen etwas gibt und damit klappt, eine Wirtschaft wachsen zu können. Eine Wirtschaft wächst, dass man auf der Leistungsseite etwas tut, aber nicht, dass man umverteilt. Das nehme ich also als Nein mit. Was auch immer wieder in den vergangenen Wochen und natürlich jetzt auch im beginnenden Wahlkampf ein Thema ist, wie man denn auch mit Wahlzuckerln umgeht, die auch das Budget belasten könnten. Sehen Sie die Gefahr, dass mögliche Wahlzuckerl, wie auch immer sie dann aussehen könnten, die Inflation wieder anheizen könnten? Fiskalpolitik ist sicherlich ein Punkt, der zur Inflation Anlass gibt. Daher, wenn die Wahlzuckerl genügend kräftig und umfangreich sind, könnte diese Gefahr bestehen. Ich hoffe aber, dass man aus dem vergangenen Wahlkampf gelernt hat und hier nicht in diesem Maße wieder vorgeht. Denn das wäre eine der Risiken, die die Zinssenkung von Juni gefährden könnte, wenn es zu starken fiskalischen Geschenken käme. Tatsächlich, Wahlzuckerl in Österreich könnten Auswirkungen auf den ganzen Euroraum haben. In Europa. Dann noch ein kurzer Blick auf die Nationalbank. Ihr Posten, jener des Nationalbankgouverneurs und jener des Vizegouverneurs und auch für 2 weitere Mitglieder des Direktoriums sind frühzeitig ausgeschrieben worden. Diese Personalsuche wäre eigentlich erst im kommenden Herbst notwendig gewesen. Spekuliert wurde, dass diese Ausschreibung vorgezogen wurde, damit die derzeitige Bundesregierung diese Jobs noch besetzen kann. Glauben Sie auch, dass das der Grund ist? Darüber möchte ich nicht spekulieren. Was für uns wichtig ist, dass nach der Ausschreibung die besten Personen ausgewählt werden. Wann die Ausschreibung stattfindet, ist hier sekundär. Werden Sie sich wieder bewerben? Ich glaube, ich habe schon kommuniziert, dass ich die 6 Jahre dann sehr genossen haben werde und dann andere Pläne habe. Herr Gouverneur, herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gerne.
Und damit blicken wir jetzt nach Tirol. Am Sonntag wird in der Tiroler Landeshauptstadt Innsbruck gewählt und die Auswahl ist groß. 13 Listen ringen um den Einzug in den Gemeinderat. Ebenso viele Kandidatinnen und Kandidaten wollen auf den Bürgermeistersessel. Eine Stichwahl gilt als fix. Dennoch steht ein hitziger Urnengang an, denn die vergangenen Jahre waren geprägt von Streit, Anfeindungen und Abspaltungen, wie Margit Schuschu berichtet. Innsbruck, die einzige grün regierte Landeshauptstadt. Wird sie es bleiben? Es gibt 13 Listen und 13 Bürgermeisterkandidatinnen und Kandidaten. Knapp über 100.000 Wahlberechtigte haben die Qual der Wahl. Das bei einem inhaltlich dürftigen Wahlkampf. Alle versprechen zumindest eines: Frieden. Denn die letzten 6 Jahre im Gemeinderat waren geprägt von Streit und Abspaltungen. Deshalb auch die vielen Listen. Das macht Vorhersagen schwierig. Für die Stichwahl wird jedenfalls ein Vierkampf angenommen. Georg Willi von den Grünen, Markus Lassenberger, FPÖ, Ex-ÖVP-Staatssekretär Florian Turski und ÖVP-Abspalter Johannes Anzengruber. Jede Zweierkonstellation ist möglich. Georg Willi bringt nicht wirklich den Amtsinhaberbonus mit. Er kämpft um den Erhalt des Bürgermeistersessels und ruft deshalb den Richtungsstreit gegen die FPÖ aus. Sein Lieblingsstichwahlgegner? Am liebsten wäre mir Markus Lassenberger, weil wir dann 2 Entwürfe für die Entwicklung der Stadt offenlegen können. Die FPÖ gibt sich siegesgewiss. Sie setzt auf den bundespolitischen Rückenwind. Die Blauen fischen zudem im bürgerlichen Wählerteich. Wir seien Mitte rechts, also auch für das bürgerliche Lager wählbar. Und das macht den anderen natürlich ein bisschen Kopfzerbrechen. Noch weitere wollen in das Amt. Florian Turski, Ex-ÖVP-Staatssekretär, Chef des neuen bürgerlichen Bündnisses Das neue Innsbruck. Er will gewinnen. Deshalb ist das Ziel ganz klar, stärkste Kraft zu werden, den Bürgermeister zu stellen und die Linkskoalition von Georg Willi mit KPÖ, SPÖ, Grünen und Anzengruber verhindern. Johannes Anzengruber, Turskis Achillesferse. Eigentlich wollte Anzengruber schwarzer Bürgermeisterkandidat werden. Doch die ÖVP hob Turski aufs Podest. Nun sprintet er mit einer eigenen Liste. Sein Ziel? Ganz klar, Bürgermeister der Landeshauptstadt Innsbruck zu werden. Darf ich Ihnen eine Info mitgeben? Ich kandidiere als Bürgermeisterin. Okay. Mein Name ist Elli Meier. Politologen schließen auch Überraschungen nicht aus. Eine solche will die SPÖ sein. Für viele andere Fraktionen wird die Wahl ein Spießrutenlauf. Erstmals braucht es 4%, um in den Gemeinderat einzuziehen. Ein spannender Urnengang. Alles ist möglich, nichts ist fix im Heiligen Land. Und um die Wahl in Innsbruck geht es heute auch in der ZIB3. Zu Gast im Studio ist Marcello Jenny, Politikwissenschaftler an der Universität Innsbruck, ab 23.55 Uhr in ORF 1. Und hier jetzt noch der Blick auf weitere Meldungen vom Tag. In Israel steigt nach dem Beschuss des iranischen Konsulats in der syrischen Hauptstadt Damaskus vor knapp 2 Wochen die Sorge vor einem Vergeltungsangriff. Auch die USA warnen, dass ein Militärschlag des Iran kurz bevorstehen könnte. Israel hat laut Angaben der Armee erstmals Hilfslieferungen über einen Grenzübergang im Norden in den Gazastreifen gebracht. Die Staatsanwaltschaft in Liechtenstein hat Ermittlungen im Umfeld von Signa-Gründer Rene Benko aufgenommen. Das berichten mehrere Medien, darunter die Krone und die Presse. Demnach geht es um den Verdacht auf betrügerische Krieder und Geldwäsche. Es gilt die Unschuldsvermutung. Neuigkeiten gibt es auch von der Signa selbst, deren frühere Vorzeigeimmobilie, das Kaufhaus des Westens in Berlin, wird von der thailändischen Central Group gekauft. Der österreichische Journalist, Schriftsteller und Fotograf Michael Horowitz ist tot. Horowitz hat Dutzende Bücher verfasst, darunter Biografien über H.C. Artmann, Karl Kraus oder Helmut Qualtinger. Über die Grenzen hinaus bekannt sind auch seine Fotos von Thomas Bernhard, Friederike Mayröcker oder Arnold Schwarzenegger. Horowitz wurde 73 Jahre alt. In Oberösterreich ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen eine Rechtsanwältin, einen Notar und einen Psychiater. Die 3 Personen werden verdächtigt, die Demenzerkrankung einer wohlhabenden Frau ausgenutzt zu haben. Es geht um den Verdacht des schweren Betrugs. Der Psychiater ist in U-Haft. Laut den Behörden könnte es weitere Opfer geben.
Das Kuratorium für Verkehrssicherheit verzeichnet einen enormen Anstieg von E-Scooter-Unfällen. Die Zahl der im Spital behandelten Personen hat sich von 1200 2019 auf 6000 im Vorjahr verfünffacht. In vielen Fällen war Alkohol im Spiel. Das Kuratorium fordert eine Helmpflicht und eine Herabsetzung der Maximalgeschwindigkeit von 25 auf 20 km/h. Und während der Blockmeldungen ist gerade noch hereingekommen, dass angesichts eines drohenden Vergeltungsangriffs aus dem Iran das österreichische Außenministerium nun alle Österreicherinnen und Österreicher dazu aufruft, den Iran zu verlassen. Und auch aus Italien hat uns am Abend eine Meldung erreicht, nämlich dass der Modeschöpfer Roberto Cavalli tot ist. Er ist im Alter von 83 Jahren gestorben. Roberto Cavalli ist tot. Nach längerer Krankheit ist der 83-Jährige in seiner Geburtsstadt Florenz verstorben. Mit Cavalli geht ein exzentrischer Modeschöpfer, weltbekannt vor allem für seine Kreationen in Tierfelloptik, den Einsatz von Pelzen und Leder. Seine Schöpfungen trugen Hollywood-Stars wie Sharon Stone oder Halle Berry und Supermodels wie Naomi Campbell. Reich und schön schwören auf seine Kreationen. Dabei war der Italiener zuerst an Malerei interessiert. Ich bin in Florenz geboren, habe zuerst ein Kunstgymnasium und dann die Kunstakademie besucht. In meiner Kindheit und meiner Jugend habe ich daher sehr viel Zeit in den Museen meiner Stadt verbracht. Ich sage immer, ich habe die Kunst eingeatmet. Die Kunst eingeatmet. 1970 gründet Roberto Cavalli schließlich sein gleichnamiges Modelabel, das noch heute besteht. Rasch wird der Italiener als Trendsetter bekannt, mit vielen Anleihen aus der Natur. Der größte aller Künstler, aller Designer, das ist Gott, ohne profan sein zu wollen. Aber all das, was uns umgibt, ist dermaßen perfekt, allein die Farben. 2013 präsentiert der Designer seine Mode bereits zum zweiten Mal beim Liveball in Wien. Ich bin sehr zufrieden. Das ist eine Modeschau, die wichtig ist, weil vor allem für einen angemessenen Anlass organisiert. Der Italiener hinterlässt seine Frau, eine gebürtige Österreicherin und 6 Kinder. Die Stadt Pompeji. Obwohl die Stadt im Jahr 79 durch den Ausbruch des Vesuv verschüttet wurde, ist bis heute etwa ein Drittel der Fläche von Pompeji unter Vulkanasche begraben. Bei Ausgrabungen in der antiken Stadt sind jetzt Fresken mit Szenen aus dem Trojanischen Krieg freigelegt worden. Ein aufsehenerregender Fund, da ist sich die Fachwelt einig. Es sind die Überreste eines imposanten Festsaals, den die Grabungsteams freigelegt haben. Geschmückt war der Saal mit Fresken, auf denen Szenen aus dem Trojanischen Krieg dargestellt sind. Was später vielen in der Schule den Schweiß auf die Stirn getrieben hat, darüber ist damals bei Speis und Trank locker geplaudert worden, erklärt der Direktor des Archäologischen Parks. Die Menschen sind hier für Festessen nach Sonnenuntergang zusammengekommen und das Flackern der Lampen hat dazu geführt, dass die Figuren zum Leben erwacht sind. Zu sehen sind etwa die griechische Königin Helena und der trojanische Prinz Paris oder auch Kassandra, die die Trojaner vergeblich vor dem berühmt gewordenen Holzpferd der Griechen gewarnt hat. Hier hat man sich über die Vergangenheit, über den Mythos unterhalten, über die göttlichen Paare wie etwa Helena und Paris, der in der Inschrift mit einem anderen Namen, nämlich Alexander, bezeichnet wird. Man wird hier über die Liebe, über dieses Paar gesprochen haben und auch die große Geschichte dahinter, über den Trojanischen Krieg. Der zum Essen kredenzte Wein wird das Seine zur Belebung der Szenerie beigetragen haben. Allein die Fläche der Fresken ist beeindruckend. Fast 90 Quadratmeter sind jetzt ausgegraben worden. Die Malereien sind in erstaunlich gutem Zustand, der Vulkanasche sei Dank. Angesichts der neuesten Ausgrabungen hat Italiens Kulturminister davon gesprochen, dass Pompeji nicht aufhöre zu überraschen. Erst vor 3 Wochen sind die Überreste einer antiken Baustelle gefunden worden. Der Vesuv bricht aus, als in einer Bäckerei gerade Renovierungsarbeiten stattfinden. Berichtet Alexander Hecht und wir schauen jetzt noch auf die Aussichten fürs Wochenende. Es wird ein sonniges Wochenende.
Auch morgen scheint in ganz Österreich die Sonne. Ab und zu ziehen Wolkenfelder durch. Am Nachmittag gibt es fast überall Sommertemperaturen. Die Donau entlang frischt Westwind auf. Ähnlich sind die Aussichten für den Sonntag. Allerdings können einzelne Schauer oder Gewitter auftauchen, die eine markante und nachhaltige Wetterumstellung ankündigen. Der aktuelle 15-Tage-Trend für Salzburg zeigt, dass sich die Nachmittagstemperaturen eine Zeit lang nur knapp über der 5-Grad-Marke bewegen dürften. Von allen, die wir drei seit dabei sind, darf ich mich jetzt verabschieden. Einen schönen Abend noch aus Wien. Und bei uns in ORF 2 geht es jetzt weiter mit einer neuen Universum-History-Doku und einem Thema, das uns in irgendeiner Form alle betrifft. Die Geschichte des Alters und wie wir als Gesellschaft im Wandel der Zeit damit umgehen. Welchen Einfluss hat die Kirche, welchen der Staat, welche Rolle spielt die Kultur oder das Geschlecht bis heute? Und welche neuen Erkenntnisse über den körperlichen Altersprozess verändern, wie wir unsere Zukunft entgegensehen? Jetzt in Uhrwerk des Lebens. Und damit wünsche ich Ihnen jetzt noch einen angenehmen Freitagabend. Kommen Sie gut ins Wochenende. Auf Wiedersehen.